Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, ihr seht das hier und ihr habt auch den Titel gesehen. Vor dem Stream ist nach dem Stream oder nach dem Stream ist vor dem Stream. Je nachdem, wie man sieht. Ich bereite mich so ein bisschen nach oder vor. Ihr habt das vielleicht am Samstag wieder mitbekommen. Jedes Mal, wenn ich aufs Tablet wechsle, dann ist der Sound so hakelig. Dann hakelt der und kretzt der. Ich nehme heute mal genauso auf, wie ich eigentlich meine Streams mache. Das heißt, VLC ist im Hintergrund am Dudeln und ihr müsst meine Playlist jetzt ertragen. Es ist eine random Playlist, also ich weiß nicht, was da kommt. Wenn da also gleich mal so ein Weihnachtsstück kommt, dann ist das leider so. Aber ich höre gerade, es ist keine Weihnachtsmusik und ich will aber heute kurz mal was klarstellen, während wir uns hier erstmal zum Locker- und Warmwerden einen schönen Angriff vom Donnerbengel angucken. Der war nämlich super knapp mit der Kampfmaschine am Ende und ich kann euch das mal jetzt ein bisschen größer machen. Also erstmal mit dem Babydrachen vorweg. Und dann rede ich erstmal so lange, wie ich die Kampfmaschine noch nicht gesetzt habe. So ein bisschen, was mir noch aufgefallen ist, ihr habt mir nicht gesagt, dass meine Haare auch wieder gekrisselt haben, als ich meine Cam umgestellt habe. Ich habe das jetzt erst im Nachgang gesehen, denn ich gucke meine Streams da auch nochmal an, um genau solche Sachen da rauszufiltern. Und keiner hat mir gesagt, dass beim Umschalten manchmal meine Haare wieder so gekrisselt haben. Naja, ihr seht mir das hoffentlich nach und ich sehe das natürlich auch bei euch nach. Und ich habe mich natürlich wieder gefreut, der Stream war ja dann doch noch wieder eine gute und coole Sache. Denn ich hatte ja gar nicht so gute Laune, weil ich den ganzen Tag an einem Rechner rumgewirkelt habe. Und dann auch noch das hier jetzt heute abstelle. Aber ich habe dann ja doch etwas verbesserte Laune gekriegt. Und vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart. Wir waren ja wirklich wieder, echt wieder viele Zuschauer. Und ich werde dann ja auch immer rot hinter der Kamera. Aber wir gucken jetzt hier erstmal den Angriff weiter an. Ich gehe mal richtig nah rein. Dann seht ihr mal, wie knapp das hier mit der Kampfmaschine war. Also das ist eigentlich ein Video, wie dann wieder viele schreiben, das was für Sky hier. Das kann ich aufnehmen, das Stück hier. Und ja, der BH6 war hier jetzt nicht ganz so stark, weil der hatte sein Brutzler nämlich wirklich idiotisch irgendwo stehen. Also, aber manche, die bauen ihre Sachen einfach so, dann stehen sie hier draußen. Aber guckt euch das an, ich muss die Kanone noch machen. Man sieht leider nicht in den Wiederholungen, wann kann ich eigentlich meine Kampfmaschine nochmal zünden. Aber ihr seht ja hier, wie eng das war. Und der Zerschmetterer. Oh, ich habe ja erst eine 5er Kampfmaschine und jetzt kommt auch noch eine Bombe. Mann, also wirklich auf dem letzten Ast hier. Die Kampfmaschine macht jetzt noch die Meisterhütte und hat dann allerdings noch was vor sich. Aber ihr seht das, alle 14 Sekunden kann man die zünden. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Jetzt ist es schon fast wieder halb voll und musste jetzt nur noch den Brutzler erledigen. Der ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Kampfmaschine hier. Und so waren das hier schöne 100%, denke ich mal, vom Basti, also vom Donnerbengel, auf dieses Dorf hier. Und warum bin ich eigentlich heute hier? Ja, wo war ich stehen geblieben? Stream war gut, bla bla bla. Ja, und auch heute Nachmittag, vielen lieben Dank für die echt vielen Zuschauer beim Sky, auch wenn er so stark erkältet war und ich ihm hoffentlich leicht unterstützen konnte, denn er ist immer dasselbe. Dann, er hat ja auch gesagt, 2 Minuten vorher bimmelt er durch oder hat gesehen, dass ich ja im Stream war. Und dann bin ich noch kurz online gekommen. Und im Skype, aber ich habe gesagt, Kamera, das können wir nicht machen. Ich bin ja im Pyjama oder oder nicht gepflegt. Und deswegen denke ich mal, was ein schöner Nachmittag. Also danke an euch alle, dass ihr uns so hart unterstützt hier. Wir sind ja wirklich wenig Cock-YouTuber geworden. Und umso schöner ist natürlich, wenn ihr uns schaut. Denn ohne euch, sagt der Sky auch immer wieder, wären wir hier nichts. Also wir würden hier diese Folgen nicht bringen. Und ihr seht das hier, ich bin bei den True Warriors 2, weil wir natürlich nicht professionell hier spielen und auch nicht so hoch wie in True Warriors 1. Ab und zu lehne ich auch mal jemanden ab. Da dürfte mir auch nicht sauer sein, aber alles geht hier auch nicht rein. Und ich bekomme auch immer mehr Freundschaftsanfragen. Auch das finde ich eine super coole Sache, also auch mit dem Account hier. Und ihr seht das hier, das Lock ist ja überwiegend grün und wir spielen zwar nicht professionell, aber wir
spielen professionell, kann man nicht anders sagen. 44, 34 hier, also richtig dominant, wieder einige von uns gar nicht erst angegriffen worden in diesem CK. Und der Gegner hat natürlich ein bisschen angegriffen, aber auch nicht so super viel. Und wir gehen hier ruhig mal in die wirklich unteren Regionen rein. Sehen wir ja auch eher selten bei mir, dass wir so niedrige Rathäuser im CK haben. Aber wir haben hier mit dem KS Philipp jemand, der hier das Loch ausnutzt in der Base. Also schön gemacht. Und das, was ich auch wieder verpeilt habe hier, der Gegner hatte keine Clanburg. Ja, der Gegner hatte keine Clanburg. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich sage, ja, total verpeilt. Einige haben es dann nicht gerafft, setzen dann Truppen, weil sie gedacht haben, ich locke jetzt mal ganz geschickt die Clanburg. Aber da war gar keine. Und wenn du natürlich keine hast, dann planst du natürlich auch ganz anders. Also auch ich bin mit dem Barfuß auf ein Dorf hier reingefallen, nämlich ein RH11, der so eine Low-Dev hatte, aber letztendlich habe ich gedacht, ja, lockst du erstmal die Clanburg mit so ein paar Hawks, habe dann schon echt viele Hawks verbraten, nur zum Clanburg locken, um dann festzustellen, da ist ja gar nichts drin. Ah, das war natürlich ein bisschen doof, aber dann, ich habe die Base dann mit dem Bengel gemacht, gar keine Frage. Und der hat auch richtig Schruppe gekriegt, also das hat mich so abgewurmt. Das waren nämlich die CK-Accounts, die zwei Videos vorher, habe ich dir ja schon gezeigt hier. Und wir gucken hier weiter, schauen uns einen Angriff von Nick an, auf diese Base hier mit, auch nicht mehr mit Drachen, der Nick unterwegs, aber ohne Held. Ja, vielleicht war er im Ausbau der Held und oder er hat noch gepennt und der Nick hat ihn vergessen, aber auch er hat hier wahrscheinlich gedacht, oh, da ist Clanburg. Nö, da ist gar keiner. Denn er schickt dir erstmal einen Hock vor, um mal kurz anzutesten, könnte da was drin sein in der Clanburg, aber es war ja nichts dabei. Und kommt hier jetzt schön mit seinem Killsquad und hat auch keine Clanburg dabei. Nick, das geht eigentlich gar nicht. Jetzt, wo ich den Angriff das erste Mal sehe, müsste ich eigentlich sagen, tschüss Nick. Denn das ist auch oberstes Gebot hier. Wir ziehen hier nicht in den Krieg ohne Clanburg. Okay, vielleicht hat der Nick gedacht, ach komm, die Base, die ziehe ich eben mal mit Hawks durch und ohne Zauber. Das diskutiere ich hier nochmal im Hohen Rat. Also so läuft das nicht. Ich weiß, dass der Nick eigentlich nicht so angreift. Denn der nimmt in der Regel Clanburg mit und hat auch Zauber eigentlich dabei. Aber irgendwas ist er beim Nick passiert, warum er die jetzt so angegriffen hat. Vielleicht hat er wirklich gedacht, ach, die ist ja so easy peasy hier. Und dann wird es am Ende ja doch nochmal ein bisschen eng. Denn der King eierte da ja noch in der Mitte rum, aber die Hawks machen natürlich jetzt hier extrem viel Schaden und geben der Base hier jetzt mal den Rest. Ja, schön gemacht hier, aber trotzdem, Nick, das gibt nochmal Mecker im Nachhinein, das kann ich dir sagen. So, dann sind wir beim Elver, Lord Dabel ist noch nicht so lange bei uns, aber er ist, glaube ich, ein guter Angreifer, so wie ich das gesehen habe und so wie ich ihn einschätze, ist ein netter Mensch auf jeden Fall und freut mich auch, dass der Clan hier auch wieder ein bisschen voller wird. Wir waren hier ja schon nur 30 Leute und haben gedacht, kriegen wir hier nichts mehr rein. Denn so ein paar sind ja nach True Warriors 1 gegangen. Auch ein guter RR11 ist dort hingegangen. Und wir suchen hier aber aktuell ein bisschen im höheren Bereich, denn uns fehlen nach wie vor so ein bisschen hier die Bowler-Spender. Ich kann den Helmchen nicht immer bitten, Helmchen, mach mal hier so eine Armee voller Bowler zum Spenden für unsere etwas kleineren Accounts, denn da kriegt er auch die Krise, oh mein gutes Dunkles, gar keine Frage, der will ja seine Helden auch machen und wenn du dann natürlich hier pro Clan kriegt 10.000 Dunkles ausgibst, nur weil es keinen anderen Bowler-Spender gibt, dann ist das ein bisschen doof. Nein, wir haben oben schon welche Killerwahl und ich glaube, es ist noch einer, 3 Stück haben wir im Moment, ich glaube 3 oder 4 Zehner sind wir hier, die hier Bowler spenden können, die den schon auf 2 haben, das heißt, er geht dann ja hoch auf Level 3, aber gerade die Bowler sind eine sehr, sehr stark gefragte Truppe hier in den Clanburgen und dementsprechend immer sehr, sehr häufig angefragt. Ich sehe dann die Anfragen manchmal auch sehr, sehr, sehr spät und wenn sie nicht beantwortet werden, dann komme ich ja immer mal kurz, da dürft ihr euch auch nicht überraschen lassen, immer mal kurz mit dem Thorsten hier rein, um einfach ein paar Truppen zu spenden und dann bin ich aber flugs auch wieder weg. Aber den einen oder anderen habe ich hier schon mal in der einen oder anderen Nacht erwischt und überrascht, so nach dem Motto, oh Toto, ja, so geht das und da lasst euch nicht schocken, also dann bin ich so ein bisschen auf Spendenkurs hier in True Warriors 2
Und das war aber ein schöner Angriff hier vom. Wer war es nochmal? Vom Lord Dabel. So, ja, das ist die 9 hier, die ich mit meinem R8 nicht geschafft habe. Und da habe ich auch mit dem R9 gedacht, du blöde Base hier. Also die waren wirklich nicht gut. Ich habe eigentlich erwartet, dass genau die beiden starken Rusher-Accounts hier oben unsere 4-10er machen und der Rest uns hier in Grund und Boden clasht, aber war gar nicht so. Und von daher, ja, war es ganz chillig, muss ich sagen. Denn wir haben dann ja gut angegriffen. Also wir haben unseren Turn, ich sag mal, ganz einfach so weitergezogen. Und ich bin ja jetzt erstmal mit King und Queen reingekommen, nachdem ich ja festgestellt habe, hey, der hat keine CB und hau hier jetzt richtig eine Masse Loons rein. Also ich war auch ein bisschen angefressen hier von dieser Base, dass ich die nicht schon mit dem Achter geschafft habe und hier einen neuner Angriff drauf verschwenden musste. Aber oben war sowieso schon alles zu. Und ihr habt es ja gesehen, wir haben nur einen einzigen Stern übergelassen. Und das auf die erste Base, da hätte ich auch mit dem Neuner keinen 3-Sterner geholt. Aber wir sehen hier jetzt die volle Action in dieser Base. Ich habe mir aber gedacht, der Pain kommt hier hinten auf das Lager hier. Denn ja, ich habe meine Clanburg noch nicht gesetzt, das seht ihr jetzt. Und ich setze ja, oder wir setzen hier grundsätzlich alle Truppen, geben hier alles, setzen Clanburg. 6 Loons regeln jetzt dieses Lager hier und regeln natürlich auch den Rest hier, gar keine Frage. Also ich war ein bisschen angepieselt, habe gedacht, so, hier haust jetzt alles raus auf diese Base hier. Um auch wirklich alle Truppen. Ja, es ist ein bisschen Verschwendung, ich weiß. Aber sind wir mal ehrlich, ein bisschen Spaß muss auch sein. Und den hatten wir hier ganz, ganz sicher in diesem Clankrieg. Wir gehen, ihr seht, ich gehe immer einfach so ein bisschen zwei nach oben. Das passt in etwa, dann kommt auch jeder mal dran. Ja, auch das lese ich immer mal, immer wieder hier. Oh, Toto, zack, kannst du meinen Angriff im Video zeigen? Ja, kann ich. Ich kann natürlich alle Angriffe in den Videos hier zeigen. Nur wird das den Rahmen dieser Videos ein bisschen sprengen. Und immer aus einem Clankrieg hier zwei, drei Folgen machen, das ist für euch langweilig und für mich ist es auch langweilig, immer den gleichen Clankrieg hier zu sehen, denn ich bin ja auch Teilnehmer hier. Also ich kenne ihn sowieso schon. Und ich glaube, es bringt ein bisschen mehr Spannung und ein bisschen mehr Spaß, wenn wir auch mal andere Leute sehen, die wir häufiger mal nicht sehen hier, weil sie Helden machen oder weil ich sie vielleicht dann zufällig nicht mit reinnehme. Also auch das müsst ihr mir nachsehen. Wir nehmen hier keine Leute an, die nicht so wirklich gut sind. Also Rusher werden hier sowieso gar nicht gesucht oder gefunden. Und der Jack macht das hier aber richtig gut auf diese Base. Aber ich hatte ja gesagt, ohne Clanburg kannst du hier einfach so reinkommen. Musst auf nichts Acht geben. Und musst deine Helden hier nicht schonen. Die kannst du hier gnadenlos mit reinschicken. Das hat er hier auch gemacht. Aber Jack ist auch mit 30er Pärchen hier schon relativ stark dabei. Hat jetzt noch richtig eine ganze Masse hier an Truppen in der Base. Aber es wird ja trotzdem ein bisschen eng hier, auch wenn es so erscheint, ja, ist ganz easy peasy. Der King wird jetzt sicherlich gleich sterben, weil der tankt da. Aber er hat nochmal ein Heil. Und da geht der King auch noch so ein kleines bisschen rein. Wird noch ein bisschen mit geheilt hier. Und das war jetzt die letzte Defense hier. Jetzt räumen die Hawks noch ab. Und dann waren das hier schöne 3 Sterne vom Jack auf die Nummer 7. Also 5 auf 7 hier. Wir konnten ein bisschen runtergehen. Denn unsere 10er oben waren auch wieder sehr, sehr stabil. Also auch da brannte hier nichts an. Und wir haben das ja relativ früh erkannt. Keiner hat mal eine Clan-Mail geschrieben, so nach dem Motto: Achtung Leute, die haben keine CB. Und nutzt das aus, diesen Vorteil, denn es ist schon wirklich ein starker Vorteil, den man da ausnutzen kann. Und deswegen nächstes Mal gucke ich einfach auch mal ein bisschen genauer hin. Aber man ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagt, Mensch, das ist ein Clan Level 12, der hat ganz, ganz sicher Clanbook hier und ist hyperaktiv und haut uns hier in Grund und Boden. Denn mit unserem Clan Level 6 sind wir auf einem guten Weg zu 7, ja. Aber die ganzen Vorteile liegen natürlich lagen einwandfrei auf des Gegners Hand. Gerade mit den beiden CW-Accounts. Das waren Maxed RHL, war im unteren Bereich, also von den Truppen, nicht von den Helden, aber von den Truppen hatten die Maxed CK-Truppen und hätten hier jeden Zehner gedreiert. Also ohne Probleme mit den Armeen, die gehabt haben, hättest du hier jeden Zehner eigentlich machen können, wenn man natürlich ordentlich angreift. Das haben sie dann auch teilweise nicht gemacht. Und als ich schon gesehen habe, dass die oben bei unseren Zehnern nur 2 Sterne holen, wo sie eigentlich hätten 3 holen müssen, da war die Sache schon gegessen. Und als ich hier dann ins Spiel kam mit dem Donnerbengel,
habe ich und da schon gesehen habe, oh, 44 Sterne, da fehlt ja nur noch einer. Da wusste ich schon, na, das Ding ist gewonnen hier. Der Gegner hat dann am Ende noch ein bisschen angegriffen und hat noch sicherlich ein bisschen versucht, das Ganze zu verschönern. Aber es ist ihm nicht gelungen. Und deswegen ist es uns wesentlich besser gelungen hier. Also auch hier der Killerwal auf das 9er Dorf hier, also 10 auf 9 mit. Ja, ihr seht das, auch hier gibt es die Unterschiede 20er Helden oder 26er King, 20er Queen und vorher der Jack als Max RH9. Aber es war schon relativ stark hier. Das ist der, oh, den haben wir glaube ich noch nie bei uns im CK gesehen, also im CK schon gesehen. Aber ich glaube vom Saukoni haben wir hier noch nicht etwas im CK gesehen. Also auch mal schön, dass du dabei bist, Mensch. Freut mich und mich freuen vor allen Dingen diese super, Time to Clash überträgt gerade einen Livestream. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ist ein Amerikaner, der leider immer zu, für das, was er eigentlich macht, hat er immer ein bisschen wenig Zuschauer, finde ich. Und er macht das gut und er macht fast ausschließlich aus dieser harten Weltliga die Videos. Ich weiß auch gar nicht, wie er da immer rankommt, ob er da immer in den Clans dann hockt und das mit übertragen kann. Aber ist ein cooler YouTuber, finde ich nur. Der streamt natürlich zu Zeiten, wo wir nicht unbedingt online sind. Jetzt geht es gerade noch so, aber manchmal fangen seine Streams auch mitten in der Nacht an. Und wo wirklich alle pennen, außer Toto, ne, der ja ein Nachtmensch ist. Ab und zu mal, nicht immer, aber immer öfter. Und schöner Angriff hier. Jetzt erstmal mit dem Queen Walk. Und nochmal die Queen richtig hier in Wut reingebracht. Ja, das ist cool, dass er hier nochmal den Flächenschaden wegmacht. Denn er hat ja eine ganze Miner-Bande jetzt hier dabei. Hat hier unten nämlich jetzt erstmal nur ein Magierturm zu machen. Und dann geht das hier jetzt mit den Minern in die Base rein. Ich muss das jetzt mal gerade ein bisschen größer machen, weil wir sehen die Tunnel natürlich eher recht als schlecht. Und tanken tut hier hinten die Queen für den X-Bogen. Der steht auf Boden, der andere stand ja auf Boden Luft. Und die Queen macht hier, übernimmt hier die Aufgabe, die eigentlich Golems und Riesen übernehmen. Ah, jetzt wechseln die X-Bogen gerade auf die Tunneler. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, denn die Masse, die der Saukoni hier dabei hat, ich glaube, es spricht sich so, ich weiß gar nicht, oder Saukoni, sind dann schon sehr, sehr dominant und knüppeln hier wirklich alles hier am Ende nieder. Schön mit den Heilzaubern, die hat er auch gut gesetzt. Die gehen hier, die Tunneler hier gehen jetzt das zweite Mal schon durch den Heilzauber durch. Und ja, am Ende ist das dann echt ein krasser, schöner Dreisterner hier gewesen auf dieses Dorf hier. Also auch gut gemacht hier mit Tunneler. Habe ich hier bei Two Warriors auch nicht immer gesehen. Also super gemacht. Und last but not least, da ist er nochmal. Heute ist er zweimal dabei. Das ist die erste Base hier vom Gegner gewesen. Und hier hat er sich für Valkyren entschieden. Mit Erdbebenzauber kommt er hier in die Base, aber er macht hier die Mitte auf. Das ist auch sportlich, muss ich sagen. Aber letztendlich bist du ja jetzt genau von der Seite. Bist du natürlich jetzt super in der Base eigentlich jetzt schon drin. Ein bisschen problematisch ist dann immer, wenn die Mauerbrecher hier verrecken an der Stelle. Und man keinen Sprung noch jetzt hat, aber den brauchte er hier auch nicht. Der Golem hier unten, ja, der teilt sich jetzt leider schon. Da war ein bisschen viel vorher drauf, aber seine Mauerbrecher sind hier durch und ich glaube, das war der entscheidende und wichtige Punkt an der Stelle hier, dass die hier durchgingen und dass er nämlich jetzt aalglatt und der Funnel ist ja echt spitze gewesen hier, denn hier geht jede Valkyre absolut in die Mitte rein. Keine einzige Valkyre geht hier außen lang und dann können die hier natürlich richtig krass clearen hier in der Mitte mit Wutzauber unterstützt. Die Skellies, ja, die sind auch dann natürlich nur Futter für die Vierer Valkyren hier und da geht sicherlich noch ein bisschen was bei ihm. Also wenn die erstmal 5 sind, dann wird er ja noch böser. Und aber schön gemacht hier, auch starkes Heldenpärchen. Ich denke mal die 56%, ich glaube es bleibt bei 56 an. Er hat noch irgendwo einen Magier hier. Wo pickt er sich jetzt noch was weg? Ah, hier, okay. Da pickt er sich noch die letzten Prozente weg. Er hat jetzt noch 4 Bogenschützen. Was macht er da eigentlich mit? Denn die haben hier, eher schwieriges Spiel, ja, er setzte da hier an der Kanone, denn die kloppt gerade noch so ein bisschen auf den letzten Golem hier
und kriegen die Kanone noch. Ich glaube, sie kriegen die Kanone leider nicht mehr. Dafür machen sie ein bisschen zu wenig Schaden, aber schön gemacht hier. Schöner Clankrieg und schöne Siegesserie hier vor allen Dingen von den Two Wars 2. Also ich bin richtig stolz auf den Laden hier, denn ihr müsst das auch mal so sehen. Der Clan hier existiert wirklich noch nicht lange mit. Wir haben jetzt 78 Clankriege gespielt, 56 gewonnen, 21 verloren, einen unentschieden. Das finde ich ist eine starke Leistung hier. Glückwunsch nochmal nach drüben und ich hoffe, euch hat die Folge hier vom Tablet gefallen. Ich hoffe, der Sound war in Ordnung, denn ich weiß nicht, was meine Playlist hier heute hergegeben hat, aber am Ende hört ihr natürlich mein Endstück, gar keine Frage, das schneide ich natürlich dazwischen und ich würde sagen, wir sehen uns diese Woche sowieso wieder öfter. Bis dahin und nochmal vielen Dank, euer Toto Clash.